Lieber meine Mutter weint, eure Mutter soll weinen. Und dann fragen die sich, warum ich nicht mit denen abhänge. Ich habe einen Gefallen getan. Ich bin da hingegangen bei dieser Wunderwaffe. Ja. Ich habe vor 6 Monaten meinen Sohn beerdigt. Was denkst du, wer du bist, dass du von mir, von meinem Sohn, von meiner Familie Sprachnachrichten veröffentlichst, ja? Sehe ich Vitamin, beleidigt Arvin, beleidigt mich. So, wenn ich euch schon so vernachlässigt habe die letzten Tage, dann bekommt ihr noch ein Video. Also, Habibis, obwohl ich trotz angeschlagen bin und mir es immer noch nicht perfekt geht, wie gesagt, bis gestern oder bis heute irgendwann hatte ich noch Fieber. Ich bin immer noch ab und zu so am Schwitzen, falls ihr das seht. Und aber ich habe euch zu sehr vernachlässigt und mir geht es mit der Sache auch nicht gut. Trotzdem würde ich sagen, es darf unser Kino niemals fehlen. Deswegen grüße ich euch alle in unserem Kinosaal. Hoffe, dass jeder wie üblich sein Essen auf dem Tisch hat. Und ich sage, let's go in the window. Wir fangen erstmal gleich mit was Interessantem an. Bevor wir das machen, würde ich sagen, dass Hamid unser Video startet. Junge, ich hab Ausdauer wie ein Kamel. Ich hab Ausdauer wie ein Kamel. Was? 2 Rüssel, was? Komm her, komm. Na, du schaffst ja. Natürlich hast du Schmerz. Natürlich, Alter. Natürlich, was du mir nicht messen kannst. Weißt du, ich pump noch nebenbei, ja? Ich bin noch nebenbei am Pumpen, Alter. Nebenbei am Pumpen. Hör mal zu. Ich bist du selber. Ich bin auch nebenbei am Pumpen, Alter. Mir willst du richtig schicken, Alter. Mir willst du richtig schicken. Junge, da musst du früher aufstehen. Da musst du früher aufstehen, Mann. Hör mal zu, Senja. Was bist du selber? Bruder, ich frag mich irgendwann. Wann geht es diesem Typen gut? Das frage ich mich. Und auch was dieser Typ ist. Eine, da sind andere Substanzen. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Was ganz interessant ist. Wonderwaffe hat Kürtibo eingeladen für eine Kooperation. Und nachdem Kürtibo da war für eine Kooperation, haben sie sich krass lustig über Kürtibo gemacht. Und Kürtibo hat auch ein Statement darüber gegeben, dass sie das Video bitte runternehmen sollen. Aber die Leute haben es natürlich rumgepostet. Deswegen ist es überall im Internet. Was im Internet ist, bleibt im Internet. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns erstmal das Video an, was die mit Kürtibos Clip gemacht haben. Lieber meine Mutter weint, eure Mutter soll weinen. Und dann fragen die sich, warum ich nicht mit denen abhänge. Ich habe gar nichts verstanden. Ich weiß, was ich will. Zitat Ende. Okay, komm mal mit. Von wo kennt man dich? Ich bin der Clanboss von Europa. Jeder kennt mich. Wenn Probleme gibt, bin ich für alle da. Zitat Ende. Was willst du haben? Ich will auf jeden Fall auf ein Grab keine Rosen schmeißen, Kugeln schießen. Hä? Wallah, beste Werbung, was die bekommen könnten, dass Kürtibo bei denen ist. Die mussten nicht mal diese Clowns-Sachen oder Manuelsen da einblenden. Ohne diese Memes wäre das Video trotzdem durch die Decke. Und ich bin mir dabei sogar sicher. Und wie ich mitbekommen habe, hat das Video über 1 Million Klicks gemacht. Und die haben es natürlich rausgenommen. Und die haben es erst rausgenommen, nachdem es die Millionen geknackt hat. Passt auf. Ibo Statement zu dem Fall. Ich habe einen Gefallen getan. Ich bin da hingegangen bei dieser Wunderwaffe. Ja. Und da waren ein paar andere Leute da. Die haben gesagt, ich soll ein paar Zitate machen. Und einmal diese probieren und das war's. Okay. Ich hab das gemacht. Und die haben das aufgenommen. Und ich bin gegangen. Aber der Komische war schon, wo ich gefragt habe, wo ist der Besitzer? Der Besitzer war nicht da. Okay. Da habe ich mir schon gesagt, Bruder, der Laden hat doch Besitzer. Wo ist der Besitzer? Ja, wo ist er? Ja. Und dann haben die über diese Wunderwaffe haben die Faxen gemacht. Die haben so Maskara gemacht. Die haben Manuel, dieser Rapper aus Duisburg. Ja. Die haben ihre Dings genommen, ihre Foto genommen, so sein Bild auf diese, so ein Mädchen. Ja. Diese Melodie im Hintergrund, ich hoffe, das wird kein Copyright. Wo ich Zitate mache und er macht sie, die machen sich lustig über mich. Ja. Und dass sie mehr Klick machen. Okay. Ja, und das hat mich... Ja, mich danke, Habib, aber ich... Ja. Das hat mich richtig berührt. Ich komme, ich mache dir eine Dings, ja, und du machst hinter meinen Rücken, versuchst du mich gleich... Also du hast eine Werbung gemacht für diese Wunderwaffe? Ja. Und
Wir haben aus diesem Video Maschara gemacht. Ja. Na, das ist ein Punkt. Ich sage dir warum, weil du tust ihnen einen Gefallen. Ich. Und die machen aus diesem Video so, du bist ein Witz, ein Maschara, es ist lustig. Ja. Richtig. Ein Online. Und du weißt, was Schlimmes ist? Sie schreiben mir, wo der Klick noch bei 400.000 war. Ich habe angerufen, ich habe ihnen geschrieben, mach das weg. Dann haben die gesagt, aber wir machen das weg, wir entschuldigen. Ich kann dir hier zeigen, ich kann hier drin direkt zeigen. Bruder, die haben gewartet, bis 1 Million Menschen guckt. Und danach haben die das weggemacht. Ja, aber ich sag dir warum, die haben erstmal schöne Witzwerbung auf dich gemacht. Ja. Ja, damit die Leute, viele Leute sehen. Aber halt, Bruder. Crazy. Ja, ne, bei 400.000 hat Ibo die angeschrieben, dass sie das Video runternehmen sollen. Und die haben gesagt, okay, Abi, wir nehmen das runter. Und haben es erst runtergenommen, nachdem das die 1 Million geknackt hat. Ja, ja, und so sind sie alle, so kennen wir sie alle. Aber ey, krasse Werbung für Wonderwaffel. Ich bin mir sicher, wegen Ibo kriegen sie jetzt auch noch ein bisschen Shitstorm. Egal. Jede Werbung, jede Promo ist Promo, Digga. Kommen wir zu Yasir. Er holt den Koran raus und schwört wieder auf den Koran. Ich sag immer eine Sache, Leute. Wer zu viel schwört, lügt. Ich weiß denn, das ist so meine Meinung. Ihr seht mich selbst. Wenn ich ein Statement mache, schwöre ich gar nicht. Habe ich mal geschworen? Vielleicht täusche ich mich auch gerade. Aber Digga, wenn ich ein Statement mache, mache ich ein Statement. Ja, da muss ich niemanden versuchen, mir glauben zu lassen. Wer mir glaubt, glaubt mir, und wer nicht, tschüss. So, ich weiß, wer ich bin, und meine Umgebung genauso. Yasir holt den Koran raus. Arben hat gestern ein Statement gegeben. Irgendwie hat er gesagt, hat er eine Aufnahme gezeigt von seinem nicht, yani möge Allah seinen Sohn in höchste Stufe von Jannah legen, von Vitamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Aber er hat ein Videodings gezeigt, wo Vitamin mit seinem Sohn war, wo er ihn fragt, wie findest du Papa? Und der Sohn sagt, du weißt doch, Kinder reden doch manchmal. Und das hat Arben dann auch gezeigt. Woher hat er das überhaupt? Vitamin war live mit seinem Sohn, aber er hat seinen Sohn nicht gezeigt. Ah, okay. Es war nur seine Stimme. Möge Allah seine Kinder beschützen vom Vitamin. Allahumma amin. Und amin. Unsere Kinder auch. Allahumma amin. Allahumma amin. Und dann hat Arben noch gezeigt, wie er mit Coach Frankie, wo er sagt, wir müssen uns streiten, Streit bringen, zahlen. So, dann hat Arben über mich geredet. Dann hat er noch über Arrogante geredet. Er hat ein Statement gegeben. Plötzlich sehe ich Vitamin, beleidigt Arben, beleidigt mich. Und sagt, ich hätte Arben beauftragt. Hier ist nochmal der Koran. Ich schwöre auf diesen Koran, wenn ich nicht Arben gesagt habe, er soll dann... Nein, wenn du gesagt hast. Ich schwöre auf Koran, ich habe das... Du hast gerade nicht gesagt, du hast gerade geschworen, dass du ihn gesagt hast. Ich habe ihm gesagt, er soll damit aufhören. Ach so, okay, dann ist alles gut. Und wenn er nicht damit aufhört, er soll mich in Ruhe lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwas faul ist. Keine Ahnung. So oft, wie sie über dieses Thema reden, ist da irgendwas faul. Ich weiß es nicht. Ich habe das so im Gefühl. Irgendeiner hat so im Hintergrund böse Fitna gemacht. Ob es Yasir ist, ob es Miami Arben ist, keine Ahnung. Vitamin 114 beleidigt Yasir und Miami Arben. Ich habe vor 6 Monaten meinen Sohn beerdigt. Was denkst du, wer du bist, dass du von mir, von meinem Sohn, von meiner Familie Sprachnachrichten veröffentlichst, ja? Hä? Leute, deswegen, das geht gar nicht. Kein Respekt. Was jeder Einzelne, sein, der irgendwie auf Arben Seite steht, hat kein Respekt. Yasir, du Köpek. Ich weiß, dass Arben dein Köpek ist, tamam? Yasir, du Köpek. Du sollst es hören hier, tamam? Yasir, du bist ein Köpek, ein Bettler. In deiner Familie hast du nichts zu sagen und draußen hast du nichts zu sagen. Deswegen kommst du hier in TikTok. Tust du den Namen von deiner Familie benutzen und beleidigst du hier Leute? Tust du hier Leute Ansagen machen mit dem Namen deiner Familie? Was denkst du? Ich bin Essinger am Neckar. Komm doch hier hin. Komm doch hier hin, du Köpek. Ich beleidige dich doch, Yasir. Du bist ein Köpek. Komm doch nach Esslingen, wenn du ein Mann bist. Komm nach Esslingen. Komm mit Arben. Komm mit Coach. Komm doch nach Esslingen. Warum kommst du nicht nach Esslingen? Dieser Arben hat geschafft. Weil du dein Leute, ich sage es eins. Dieser Arben hat geschafft, dass ich damit auflasse. Du musst jeden Tag betten. Jeden Tag auf Schnee, jeden Tag betten. Ich frage mich, wann es mal zu
bei denen zu einem Kampf kommt. Vitamin gegen Yasser. Das wäre doch ein fairer Kampf. Beide sind doch stabil. Ohne Spaß. Das wäre ein interessanter Kampf. Vitamin gegen Yasser Abou-Chaker, Digga. Auf jeden Fall, Yasser Abou-Chaker, Dudi, MPU, Eki und Youssef. Statement zu Manuelsen, sein Boxkampf. Die machen sich irgendwie lustig über Manuelsen, seinen Kampf. Oh, warte mal, ich hab vergessen. Hast du nicht den neuen Champion jetzt? Sein Neffe ist auch... Der neue Champion, neue Gürtel. Welcher? Von Manuelsen. Er ist fast auf ganze Dings gegangen, auf die ganzen Zuschauer, weißt du was? Du meinst den Influencer-Gürtel? Aber ganz ehrlich, fast auf alle Zuschauer gegangen, alle haben ihn ausgebucht. Ecki, jetzt Spaß zur Seite. Bruder, er versucht's. Er trainiert, er macht's. Er soll sein Ding machen, Bruder. Lass. Bruder, Bruder, ich habe jedem. Mit Manuelsen trainiert, er ist wirklich gut. Was ich nur scheiße finde oder schade finde, ist, warum er sich die ganze Zeit schwache Gegner sucht. Bruder, das ist immer Aufbaukämpfe, verlobst, ist immer so, aber und wenn immer, du Leute immer so verarschst. Deswegen sind seine Kämpfe auch jetzt nicht so groß, glaube ich. Bruder, das ist doch Verarschung. Dudi, wie ist eigentlich? Er haut die ganzen, seine zwei Kämpfe, er haut beide in der ersten Runde so kaut, die wehren sich nicht mal, Bruder. Oder das Dudi, wie ist eigentlich euer Verhältnis, deins und Manuelsen sein? Nicht mehr gut. Wir waren sehr gut. Wir haben uns wirklich geliebt. Aber seit der Sache mit NRW, da habe ich angefangen, über ihn und seine ganzen Leute zu reden. Dann hat er mir entfolgt und da habe ich ihn entfolgt. Ich habe seine ganzen Leute entfolgt. Habibi Shubo. Oder der. Aber wir waren sehr gut. Das sind die schlechtesten Showkämpfe, die ich gesehen habe. Die haben die Jungs irgendwo aus der Tiefgarage gegraben oder beim Einparken gefragt, ob er vielleicht mal kurz boxen will. Deswegen haben ihn doch auch alle ausgebucht. Ja, natürlich. Ist es deswegen? Alle haben ihn ausgebucht. Ganze Dings hat ihn ausgebucht. Er ist fast auf alle Zuschauer gegangen. Aber aus welchem Grund haben die ihn ausgebucht? Wegen diesem Grund? Bruder, ich glaube, weil er sich Fallobst sucht, so Keller, du weißt doch irgendwie, ja, Leute. Aufbaukämpfe sind immer so, ne? Gutachten sind immer so. Aber wie kann man die Leute so versuchen zu verarschen? Ich bitte dich. Also, Ecki, warte. Meinst du, das war gekauft, Manuel? Natürlich, Bruder, siehst du doch. Das wurde nicht mal gekauft. Die Jungs haben noch nie geboxt. Die haben noch nie einen Handschuh in der Hand gehabt. Ja? Bruder, die sagen, das sind Profiboxer. Ja, oh. King Malik. Die Leute sagen, das sind Profiboxer gegen die Manuelsen gekämpft haben. Manuelsen hat in Albanien gegen den ersten gekämpft. Er hat 13 Kämpfe, 12 verloren. Dudi. Wer, sein Gegner? Dudi. Der erste in Albanien. 13 Dudi. Kämpfe, 12 verloren. 12 verloren. Was? Dudi. Okay. Ja. Kannst du nicht einen Kampf zwischen mir und Manuelsen klären? Oder ich kann gar nichts mehr klären. Ich bin mit ganz NRW nicht mehr gut. Weißt du, was? Wow, offizielle Ansage von Youssef, Alter. Er möchte gegen Manuelsen kämpfen. Well, yo. Ich weiß nicht. Es waren immerhin 2 Schläge, 2 Siege, Digga, von Manuelsen. Schon stabil, muss man sagen. Muss man auch mal schaffen, ne? Ich hab gedacht, nur Tyson kann das. Aber vielleicht kriegt ihr als nächstes so einen Gegner, wo wir sagen, oh, jetzt hat er es schwer. Kann auch passieren. Vielleicht muss er ja reinkommen, wisst ihr, wie ich meine? Weil, soweit ich weiß, war Manu nicht so gut, er konnte nicht so gut im Ring umgehen wegen den ganzen Zuschauern. Das hat er mal, darüber hat er mal ein Statement gegeben, das weiß ich noch, wo der Kampf zum ersten Mal gegen Bösemann, dass es ihm einfach viel zu viel war, die ganzen Menschenmenge und keine Ahnung. Machen wir weiter. Dudi Statement, der Kampf steht fest, dass Amar 47 und Dudi am 7. einen Boxkampf machen. Stellungnahme, Statement. Assalamu alaikum, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr gerade mitbekommen habt, hat AAA es öffentlich gemacht. Ich werde gegen Amar 47 boxen am 7.12., worauf alle gewartet haben. Ich weiß, es war viel hin und her. Mache ich bei dem Turnier mit, kämpfe ich gegen Amar. Ihr wisst, es ist nicht immer so einfach. Leute, da sind Verträge im Hintergrund. Da ist Geld im Spiel. Leute machen im Hintergrund Fitna, es müssen Verträge eingehalten werden und so weiter und so fort. Das Ding ist endgültig durch. Ich werde bei dem Turnier nicht mitmachen. Es ist ein bisschen unfair auch, Leute in dem Turnier mitzumachen. Da machen Leute mit diesen 60 Kilo, da machen Leute mit diesen Profiboxer. Ihr wisst, wir sind keine Profiboxer. Es hat einfach im Großen und Ganzen nicht gepasst in dem Turnier. Nichtsdestotrotz wollte ich den Kampf mit Amar unbedingt haben. Ich habe das jetzt hinbekommen.
Es hat alles geklappt. Ich habe meine Forderung bekommen. Er hat seine Forderung bekommen. Wir haben auch die ganzen Fitner-Sachen im Hintergrund geklärt. Leute, im Hintergrund ist alles geklärt. Von mir wird nichts mehr kommen. Keine Ausdrücke, keine Beleidigung, sei es von meinen Freunden, sei es von meiner Familie. Von seiner Seite aus wird es genauso sein. Ich hoffe, also alle Parteien halten sich daran. Ihr wisst, da ist noch sehr viel Hass in mir. Das werde ich am 7.12. im Ring zeigen und auch rauslassen. Wir haben die Sache von der Straße geklärt. Zwischen uns stehen auch sehr viele Leute. Wir haben die Sache von der Straße in den Ring geklärt. Ich wollte diesen Kampf unbedingt haben. Wir haben jetzt, jeder hat seine Forderungen bekommen. Wir sind zufrieden. Wir werden den Kampf machen und nicht an dem Turnier teilnehmen. Wir werden an dem Tag auch den Hauptkampf haben. Okay, Moment. Normalerweise ging es hier um ein Turnier, wo alle gegeneinander kämpfen werden. Das heißt, du, die und Amar fallen schon mal raus, weil die beiden der Hauptkampf sind. Ich finde es krass. So ein Turnier wäre sehr interessant gewesen, weil dann hätte jeder mal gegen jeden gekämpft. Aber von der Gewichtsklasse her passt es irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber da die jetzt beide leise sind, denke ich, haben sie eine krass gute Gage bekommen. 100%. Wir werden um meinen Gürtel, den AAA-Titel, kämpfen. Ich werde meinen Gürtel verteidigen am 7.12. Sichert euch die Tickets, kommt alle vorbei und kommt zu unterstützen. Leute, nochmal kurz nebenbei, denkt gar nicht, er ist jetzt mein Freund. Er war nie mein Freund und er wird es auch nie sein. Ja? Denk gar nicht irgendwie, ich habe ihm die Hand gereicht oder ihn umarmt oder gesagt, yalla, er ist jetzt her oder sonst etwas. Wir haben einfach, weil die Sache so groß war, es von der Straße in den Ring gebracht. Okay? Weil ihr wisst, ich habe eine große Familie, er hat eine große Familie, wir sind alle Familienväter. Wir wollten die Sache nicht vergrößern, wegen TikTok, wegen Rap, wegen Showbusiness oder sonst etwas. In mir ist immer noch viel Wut und sehr viel Hass. Ich werde das im Ring klären, alles dort rauslassen und dann ist die Sache vom Tisch. Also ich habe mit ihm kein Kher. Ich habe mit ihm keine Freundschaft. Ich habe mit ihm gar nichts, damit ihr Bescheid wisst. Wallahi, ich mein's ernst. Jeder, der mich unterstützen will und den Kampf sehen will, kommt alle vorbei am 7.12. im Kings Casino in Tschechien. Es ist ja nicht mehr lang, ne? Was für einen haben wir denn heute? 20. Ja, bald ist es soweit. Also noch so 1-2 Wochen. Also auf diese Kämpfe werden wir richtig Spaß haben, wenn wir darauf reagieren. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Ansonsten würde ich sagen, ziehen wir uns ein bisschen Beef rein. Ja? Wir lieben es. Ich möchte noch 1-2 Worte zu meinem letzten Statement sagen. Ich habe Stellung genommen und mich zu der Sache geäußert, vor allem wegen meiner Community. Okay? Weil es meiner Meinung nach einfach ich mache das, was mein Gefühl, meine Eier mir sagen. Und mein Gefühl, meine Eier haben mir gesagt, setz dich hin und sag, dass 1-2 Worte, die du gesagt hast, nicht okay waren. Bruderherz, ich kenne mich. Leute in meiner Umgebung kennen mich auch. Ja. Ich sehe an meiner Community, die mir positive Kommentare abgeben, und dann gibt es immer noch irgendwelche Anhänger, die kommen und meinen, ihr Senf abzugeben. Aber ey, das juckt mich nicht. Ich finde es sogar gut, dass man mir zeigt, was für Menschen unterwegs sind. Und ich liebe es, diese Leute zu sehen, von denen mitzubekommen, zu lesen, was die schreiben. Kuss geht sogar raus an euch. Also, wir machen weiter mit Chica Ülmen. Wie heißt dieser Junge? Otis und Kürt Ibo. Bitte gebt euch diesen Stress jetzt. Schnallt euch an und willkommen zu unserer Stummstunde. Weil kommst du mit dieses Video? Alles weil rennt vor dir, sogar dein Kind rennt. Man kann dich nicht ernst nehmen. Bruder, ihr müsst euch vorstellen, das passiert alles nachts um 3 Uhr. Yani wie die sich spiefen um diese Uhrzeiten, das ist nicht mehr normal. Guckt euch das an. Wow, renn nicht weg, renn nicht weg, ja. Chica. Sitz. Oh, was hat er gemacht? Wen wiegst du in den Schlaf, warum, Otis? Warum hast du Chica verlassen? Oh, Mama, ihr Kind. Scheiße! Mama ist nicht gut! Mama! Denkst du, du bist jetzt lustig? Ja, das ist lustig. Deine eine ist eine Mutter, deine andere ist die größte So wie du, oder was? Du hast alle Götter gegeben!
Fünf schwarze sollen in deine Ande rein. Fünf schwarze sollen in deine Ande rein. Oh, mach dir keine Sorgen. Denkst du, du bist lustig? Mach dir keine Sorgen. Du bist ein schwarzer. Leute, Chica, mal, wann hast du das Sorgerecht verloren von deinem Kind? Wann genau war das? War es dir wichtiger, in Airbnb-Hotels abzuchillen, anstatt dich um dein Kind zu sorgen, oder was? Ich will es nur verstehen. Oh, ich glaube, Otis, jetzt passiert gleich was, glaube ich. Ich bin Otis, seine Anne, ich bin eine ich bin Otis, seine Anne, ich bin eine Kasper. Mein Sohn Otis ist eine mein Sohn Otis ist eine Der Schlimmste ist einfach Ülmen und Kürt Ibo, die lachen sich gerade am meisten einfach nur kaputt. Schwarz in deine Ande rein, du Fünf Schwarz in deine Ande rein, du Weißt du, was das Schlimmste ist? Meine Mutter ist verstorben, aber deine lebt Gott noch. Gott sei Dank lebt deine Mutter deine, nicht mehr. Man kann noch Gott geben. Gott sei Dank lebt deine Mutter nicht mehr, sonst würde sie mitkriegen, was für ein du bist. Du bist. Ja. Deiner Mutter ist das Beste passiert, indem deine Mutter gestorben ist, du Ja, Gott sei Dank ist dein Leben deine Mutter nicht mehr. Gott sei Dank ist deine Mutter tot, sonst würde sie sehen, was für ein Pesselbank du bist, was ein du bist. Merkt ihr, was ein Scheitan-Ülmen ist, Digga? Digga, das ist schon sehr hart. Also das ist schon sehr, sehr hart und er lacht sich wirklich einfach nur kaputt. Was hat sie gesagt eigentlich? Sorry, ja? Otis, aber die war echt lustig, ich schwör. Aber wie gottlos, ja, mit Kopftuch, Alter. Warum macht die sich über Islam lustig? Die zieht Islam ins Dreck. Warum macht die sowas? Bist du Moslem, Otis? Nein, ich bin Christ. Warum macht die denn sowas? Scheiße, ist die wieder auf irgendwas drauf oder so? Gott, selten Tränen gelacht, ja, wegen irgendwelchen Livestreams, hey. Oder diese Uhrzeiten sind einfach nur krank und das Krankeste ist, es geht die ganze Zeit weiter. Seine Anne und ich kann. Zeig mal deine. Seine Anne und ist euch aufgefallen? Dings hier, ne? Weißt du, was für ein Loch? Ich bin Otto, seine Anne. Und Gott sei Dank diese große Straße in Berlin. Brandenburger Tor. Und Gott sei Dank ist Otto, seine Anne, gestorben. Weil eine Sache muss ich sagen, Community. Ist euch aufgefallen, dass wenn sie ihre Dinger zeigt, hier drin, diese Mitte ist so viel Platz. Weil sie rückt auseinander, eine geht nach da, eine geht nach da. Das ist das Beste, was deiner Anne passieren konnte. Ja, das ist das Beste, was deiner Anne passiert ist. Leute, ich sag euch ganz kurz was. Ja, ja Chica, deine Anne, die lebt nicht. Das ist das Beste, was passiert ist. Eine geht da lang, eine geht da lang. Die hat nicht diese schöne... Hier so, wing! Guck mal, die geht extra raus, weil sie weiß, ich hab recht. Okay, Bruder, das ist jetzt... das ist viel zu viel. Also hier bin ich auch raus. Ansonsten, ich küsse eure Herzen, Habibis, wie gesagt. Wir beugen uns vor niemanden. Wir machen nur das. Ja, keiner soll hier irgendwie Respekt mit Schwäche verwechseln. Ich küsse jedem sein Herz. Kuss geht raus. Danke für euren Support. Wir holen jetzt wieder auf. Ich habe euch vernachlässigt. Wir sehen uns im nächsten Video.